So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Skylanders hier auf meinem Kanal. Und heute ist mal dabei, ein kleines Problem zu lösen. Nein, nicht diesen Stau, der hier die ganze Zeit entsteht, weil den gibt es einfach nicht zu lösen. Den gibt es keine Möglichkeit, irgendwie was zu machen. Also indirekt gibt es ja was zu machen. Man könnte hier dazwischen immer so eine Straße nehmen, aber ich glaube nicht, dass es gerade so wunderbar wird. Und zwar bin ich dafür, dass wir hier oben noch ein kleines Dingsgebiet hier hin machen. Na, wie, ich komme gerade nicht auf den Namen, ein kleines Gewerbegebiet. So, und dann arbeite ich aber auch wieder hier mit Einbahnstraßen. Jetzt muss ich überlegen, wie. Und hier nach oben muss auch noch die Straße umgeändert werden auf eine Einbahnstraße. So. Langsam habe ich auch das Gefühl, mein PC geht kaputt, weil entweder liegt es an der Maus mit dem Mehrfachklicken, was manchmal passiert, oder ich bin zu schnell. Und dann Grafikkarte hat auch manchmal ein Problem, also die hat manchmal gepiept, piep, piep, piep. Das heißt ja eigentlich, die Grafikkarte ist kaputt. Das, was ich noch vom ersten Tag habe, ich mir alles durchgelesen gehabt, was in dem Anleitung stand, war nämlich bei mir der HDMI-Anschluss nicht ging, der eine, und dann dachte ich so, oh, da ist wohl was los. War am Ende nicht gewesen. Am Ende war es so gewesen, dass die ich glaube, wir fangen mal besser unten an. Dass dieser Anschluss nicht angeschlossen war. Also ich habe dann mal den PC aufgemacht und habe dann gesehen, oh, da ist ja ein Anschluss, der ist ja gar nicht angeschlossen. Dann habe ich gesehen, okay, unten die Anschlüsse sind da. Jedenfalls, die Grafikkarte piept manchmal. Mein PC lädt manchmal gar nicht, zu langsam. Ich möchte gleich sagen, ist mein PC kaputt, hole ich mir nicht gleich einen neuen oder sowas. Die Sache ist, ich habe ja kein unendliches Geld, so wie jedermann. Und das ist das Schreckliche. Also, wenn irgendwas ist, dann... muss ich schauen, wie das abläuft. Weil einen neuen PC würde ich mir dann mit einer 1080er holen oder 1060, 1050. Nur irgendwann mal vielleicht auf VR zu machen. Ich habe irgendwann mal gesehen, 1080 glaube ich, bei 400, 1070, die fast genau das gleiche ist, auf 200 mit 4 GB. Da müsste ich mich natürlich noch ein bisschen mehr erkundigen, da ich ja nicht so der Genius-Typ bin, was die Sache angeht. Aber trotzdem, also... Oh, hier steht... Busfahrt möchte ich auch nicht in der Stadt. Jedenfalls... wenn mit dem PC was ist, ist es bei mir größtenteils Grafik, also dann müsste ich die umwenden. Dann müsste aber auch gucken, ob die... ob meine... was habe ich, 530 Watt dann für den Rest reicht, und ob ich mir noch was anderes dazu hole, ob ich nach und nach aufrüsten kann, oder ob das heißt, nein, du musst jetzt sofort auch noch die CPU ändern, und dafür brauche ich aber auch einen anderen Sockel, das heißt, ich brauche ein anderes Mainboard. Ach du Scheibenkleister, fuck. Wir müssen noch die Steuern niedriger machen. Fuck! Alter Scheißdreck!
Scheiß doch die Wand an. Fuck. Oh, Einrichtung leer. Los geht's, weiter neu befüllen. Scheibenkleister. Also darauf hätte ich jetzt mal achten müssen. Weil das ist ja auch der Stadtteil, der mir am meisten gefällt. Nicht wegen dem Verkehr so, aber im Echtli würde ich auch hier wohnen, weil man hat ja hier, kann man wohnen. Fährt dann hier so Richtung Arbeit oder eben nach unten zur Arbeit. Hat eigentlich direkt einen Autobahnanschluss auf beiden Seiten. Die zwar auf der Auffahrt leer und auf der Abfahrt voll sind, aber ist auch jetzt egal. Und dann kommt man hier nochmal kurz in die Großstadt. Es gibt natürlich Probleme, in hier runter zu kommen. Mit... Okay, runter vielleicht nicht, aber hoch zu kommen wieder mit seinen 3 Stunden Stau. Ich würde dann vielleicht hier den Geheimweg fahren. Bin dann auch da. Also die Sache wird bestimmt sein, die meisten fahren dann hier auf die Autobahn hoch. Könnte man ja eigentlich nur mal nachgucken. Routen. Nee, jetzt fahren viele, viele Privatfahrzeuge einfach nach oben. Oder im Tinas Gebiet. Ach, guckt mal. Die ganzen Gewerbe von hier unten oder von hier fahren dann Richtung Industrie rüber. Und dann fahren manche hier hoch. Was machen hier die Gewerbe zwischendurch, die LKWs? Warum sind da LKWs unterwegs? Ach, guck mal, hier sind noch Gewerbe dazwischen. Raus mit euch. Ich habe gedacht, ich habe ja alles rausgemacht. Nee, stimmt ja. Ich wollte noch nicht alles rausmachen, weil es für Arbeit war oder sowas. Oder den Grund, den ich euch natürlich gesagt habe. So. Jetzt müsste sämtliches Gewerbe weg sein. Stimmt, ja. Oh, bin ich ein Trottel. Also dem ich kann auch keiner sein, oder? So. Ich hoffe mal, dass alles jetzt hier mit Dings voll ist. Und wenn nicht, bin ich einfach immer noch ein Trottel. Wow, Müll läuft sie. Ach du Scheiße. Vor allem hier unten, wo die gleich hinfahren könnten. Wir müssten hier rein. Dann machen wir noch ein paar Anlagen hier hin, oder? Das Wasser reicht, Aufklärung, passt alles. 1,7 Millionen, haben wir genug Geld. Wunderbar, alles sexy. So, ich habe vergessen, jedes Mal auf die verdammte Uhr zu gucken. Wir haben es gerade 9 Uhr 12 bei mir und der Fahrt muss heute. Der Part davor muss doch heute raus. Und ich nehme ja trotzdem immer 2 auf, um den einen dann zu schneiden, um den anderen dann hochzuladen oder was. Naja, wohnen wird gerade hier nicht gut sein. Einkaufen müssen umfahren. Ja, okay, ich hab's kapiert. Discounter, okay. Multimedia, okay. So. 4000 minus.
3000. Ich hoffe mal, wir gehen mal wieder im Plus hoch. Okay, Müll löst sich gerade hier, das ist gut. Hier drüben ist ein Riesenmüllproblem. Kommen wir unsere Fahrzeuge nicht? Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Na klar, weil das Gebiet, ich sag jetzt mal, nicht abgedeckt ist eigentlich. Warum sind denn die aus hier? Außer Betrieb. Bringe ich zu wenig Geld für die frei oder was? Budgets? Hä? Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Das waren glaube ich alle, ja. Vielleicht gehen wir noch mal hier. Fangen wir mal hier drüben an. Nee, also ich, was ist, wenn ich hier noch so ein Ding hinbaue? Kommen sie hier raus? Ich komme einfach nirgendwo mehr rausgefahren. Warum das denn? G-Fenster aufrufen? Müllauf ist voll. Ich gebe 22, vorhin hatte ich 25 ausgegeben, aber aus irgendeinem Grund... Ah, guck mal, jetzt haben sie losgeschickt. Ich will allgemein gar nicht wissen, wie viel ich hier unterwegs habe schon. 6, 28, 20, 9. Das ist doch... Das ist extrem. Dann lass mal hier die eine Mülldeponie da. Weil die sehen wir ja, wenn die voll ist. Gut, ich würde einfach mal sagen, wenn euch der Gaspart gefallen hat, gibt noch mal nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr davon sehen wollt oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt, ich will mal eine Sache noch gucken. Sagt euch am Ende so bald. Ja, also. Ah, guck mal hier, also ein bisschen die städtischen, okay. Na gut, bis zum nächsten Mal, sagt euch, was ihr wollt. Daumen nach oben, Daumen nach unten geben, abonnieren natürlich nicht vergessen und empfehlt mich bloß Leute. Empfehlt mich bloß Leute weiter, ja. Auch wir, obwohl das geht eigentlich auch. Dann ja. Ciao, ciao.